Okay. Okay, mal sehen, ob wir diesen Außenposten finden. Alles klar. Okay, jetzt haben wir eine Sidequest angenommen. Den Außenposten finden. Okay, da ist irgendwas. Irgendwas, was ich anvisieren konnte. Okay. So, wo müssen wir eigentlich hin? Durch die Gasse rein. Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Müll, überall Müll. In die enge Gasse hinein. Das kann ja nur schief gehen. Okay. Eine Frankreich-Flagge. Wir müssen irgendwo da weiter hinterkommen. Okay, mal so ein bisschen. Ist mir stark an die an dieses Drohnengeräusch da erinnert. Okay, ja, wir müssen dort lang, oder? Nee, in den Hof. Dann mal die Drohne. Das sollten wir vielleicht jetzt erst ausschalten. Hock dich doch mal hin. Sof, was machst du? Wo ist die verdammte Drohne? Da ist die verdammte Drohne. Waffen bereit machen! Scharfschütze, ich bin hier der Scharfschütze. Na komm. Suche eine bessere Position. Okay, das kann ich nicht erreichen. Das ist eine schlechtere Munition. Okay, meine Munition reicht nicht so weit. Wo zum Henker? Treffen wir nicht. Hier sind doch noch ein paar Leute. Ach ja, was soll es? Let's go. Geht klar. Na komm. Na komm. So. Schrottflintensoldat. Ich weiß,
war's das schon. Natürlich nicht. Ich ändere meine Position. Schön, dass du das uns ansagst. Irgendwas, was wir mitnehmen können. Das Kettenkammer und Schlüssel. Nichts Relevantes. Hier mein Code. 4002. Die Tür ist offen. Lesbar aus. Kassette. Aber wir haben eine starke Geheimorganisation geschaffen, die sich gegen die Tyrannei des Berliner Regimes wehrt. Wir sind... Ah ja. Ist mal links. Hab wieder die Sniper raus. Hier war es nicht. Na toll. Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist auf dem Weg. Ich wollte eigentlich heimlich mal snipern. Aber so ist. Negativ, Kommandant. Es stehen keine Soldaten mehr zur Verfügung. Nein, die sind ja schwach. Na, wo seid ihr? Kommt raus. Traut euch doch. Nicht so schüchtern. Da kommen sie. Die kleinen dreckigen Nazi-Schaden. Irgendwas im Herzen. Scheint nicht wirklich was zu bringen. Das Spiel steht nicht so auf Nahkampf. Na dann. Upsala. Spiel will nicht fern, dass wir Fernkampf machen. Wir sollen auf Nahkampf gehen. Mit Fernkampfwaffen. Was Pistolen und Gewehre sind. Na komm. Mann im Turm. Kommandant. Ich muss hier wirklich in den Nahkampf gehen. Also können wir auf den Turm klettern oder? Sonst nicht möglich. Sieht nicht möglich aus. Mit diesem Kraftwerk öffnen. Haben wir denn eins? Dieser Kraftwerk. Ne, dieses Kraftwerk haben wir gerade nicht dabei. Kriegen wir hier irgendwo eins?
mal hoch. Was sollen wir hier hoch? Hier, was haben wir hier? Schlosssymbol. Hier ist wohl der Außenposten. Entsprechen uns. Dann noch mehr Sprenggürtelhunde hier. Wir müssen in die Richtung. Glaube ich. Noch zwei Schuss, was bin ich denn blöd? Okay, ist immer noch nicht ganz klar, wo wir hin müssen. Irgendwo hier hin. Bleibt auf der Hut, Sie können wiederkommen. Keine Bewegung, ja? Hey, wenn ihr aus der Sicht das Ziel. Ich komm ruhig rein. Ah, wieder springt uns. Alle in einem Raum hier. Platz gebetzt. Einmal Eingang. Sie wurden wahrscheinlich ins Verhörzentrum der Regimepolizei nach Klein-Berlin gebracht. Ihr solltet dort mal nachsehen. Aha. Oh, vorher springen wir die ganzen Laden in die Luft. Geh mal weg, Sof. Ich sagte, geh weg. Weg hier. Ja. Hey, hier sind ein paar Sachen für dich. Ja, guck mal. Guck mal her. Ich nehme die Sachen noch mit. Hat Mama irgendwann mal versucht, dich aufzuklären, so? Mega peinlich war das. Erwachsene sind manchmal echt lang. Okay, hier müssen wir lang. In die Tanzflipper. Hier kann man nicht durch. Können wir hier irgendwo durch? Hm.
Müssen wir halt durch den Hof. Ja, da können wir noch rein. Lesbares. Besuch das Verhörzentrum. Ich hoffe, wir gehen da jetzt richtig lang. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Lesbares. Die Kiste. Geht's wieder in den Innenhof? So, jetzt haben wir da geschlagen. Da müssen wir da drüben hin. Da müssen wir hin. Hier oben waren wir noch nicht. Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Okay, holt sie euch, bevor das Regime sie zerstört, okay? Ah, ja. Ich weiß nicht, wo die Symbole mal hinzeigen, da bin ich ein bisschen verwirrt. Gibt's irgendwie mehreres? Ich werde das hier mal lesen. Mach das, ich nicht. Also, Arthur und Kenneth haben Treads Lackbottom erwischt, als er die Gans der Baronin abmurksen wollte. War echt cool. Treads Lackbottom ist echt lustig. Ja, total, aber wart nur ab, es wird noch besser. Jetzt bewegen wir uns auf beide Sachen zu. Hier gibt's wohl was. Okay, wie sollen wir da hinkommen? Papa sagte immer, nur ein guter Nazi ist ein guter Nazi. Wir sind schon so gut wie da. Aber wie kommen wir rein? Nicht lang. Okay,
Ich denke, hier sind wir nicht lang. Da drüben. Die gehen wir mal da drüben hin. Okay, da brauchen wir gut für. Uha! So vorhersehbar. Jetzt müssen wir hier rein. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, hier reinzugehen. Der Eingang zu Bruder 2, so. Alles klar. Ach du Scheiße. Der Bruder 2 wollte jetzt eigentlich nicht hin. Aber was soll's? Das bringt dir absolut gar nichts. Das gibt doch wenig Schaden. Geht schon, das ging bei der mit genug Munition. Ganz entspannt. Einfach drauf losballern. Da war es um ihn geschehen. So, scheiße. Schieb noch einen um. Hier ist wohl eine Liedmachmaschine drin. Sekunden, da haben wir was gegen. Wir haben die Enigma-Maschine, Abby. Ja, gut gemacht, Mädels. Bisschen Heilung brauchen wir nicht. Ich kletter mal hier hoch. Rüstung ist voll. Jagd auf Regimepisser. Ist das so wie die Kornschafe jagen? Nicht mal annähernd. Ich habe großen Respekt vor den Körnern. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Ich dachte eher, wie kommen wir, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir mal, wie war das? Das ist lange nicht mehr gespielt. Das Questmenü aufmachen wieder mal. Vielleicht können wir da den Bruder einfach mal stürmen, wenn wir schon mal da sind. Ideen, wie wir reinkommen. Eine 3D-Brille. Okay. Na, J war das. Hey, Abby, dann machen wir das jetzt mal. Was hältst du von dem Arthur und Kenneth-Buch? Gut, oder?
Ganz okay, ja. Am besten sind aber diese ganzen bekloppten britischen Namen. Prunella Tricklebank? Das ist lieb, wenn du durch bist, Abby. Das garantiere ich dir. Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Ja, im Innenhof erwartet uns jetzt wieder 100.000 von denen. Bruder 2 war der zweite Turm, der von General Lothar Brandt gebaut wurde. Nach seiner Errichtung 1969 sollte er dem Regimemilitär in Paris als Transportknotenpunkt dienen. Dort werden große, schwere Maschinen verwahrt. Also seid vorsichtig. Bruder 2. Ich hoffe, er wird nicht so schlimm wie Bruder 1. Weit oben. Und wahrscheinlich schon. Spitze des Turms. Ihr müsst zuerst durch die Garage in die Hauptlobby und dann immer nach oben. Das finde ich nämlich ein bisschen unoriginell. Okay, Ladies. Durch die Garage von Bruder 2 und dann hoch in Richtung Dach. Dort befindet sich der Hauptcomputer. Die Garage jetzt also. Jetzt haben sich wohl ein paar Regimebastarde rum. Ich wusste es doch. Hast du die schicken neuen Autos für die Kommandanten gesehen? Ich wünsche dir stärkere Gegner. Ach ja? Die Rohre schießen. Schon sehen. Eines okay. Tages passiert es. Stehen bleiben! Den übernehme ich! Such eine bessere Position! Kacke, ich bin direkt am Feuer. Sieht man doch nichts. Aus dem Feuer. Wie soll man die denn besiegen, wenn man nichts sieht? Komm. Ich komm mit dir. So können wir jetzt weiter. War nur ein bisschen nervig. Okay, 900 Münzen hatten wir nicht schon 1000? Über 1000 hatten wir doch schon. Wahrscheinlich hier eingesammelt in diesem Level. So, auf geht's. Thank you.